Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Diagnose Krebs. Das ist ein großer Schock und da stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sicherlich nicht die ersten, aber doch ganz wichtige Fragen sind dann auch, was kann, was darf, was sollte ich vielleicht jetzt essen? Welche Nährstoffe, Vitamine können mir helfen, um den Heilungsprozess positiv zu beeinflussen? Was kann ich selbst tun? Wie kann ich das zu Hause zubereiten? Die Antworten auf diese Fragen und auch noch viele weitere Fragen, die ich jetzt noch gar nicht gestellt habe, die kennt mein heutiger Gast. Dr. Cordula Ruch ist bei mir zu Gast. Sie ist promovierte Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin und Expertin für Fragen rund um die richtige Ernährung bei Krebserkrankungen. Sie arbeitet am Asklepios Klinikum in Harburg und ist seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Dankeschön. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu dieser neuen digitalen Sprechstunde. Ja, Frau Ruch, Krebs ist nicht gleich Krebs, ist klar. Also man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen verschiedenen Tumorarten, auch bei der Frage der Ernährung dann. Genau, völlig richtig, weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich zum Beispiel einen Brustkrebs habe, ob ich einen Prostatakrebs habe oder ob ich eine Krebserkrankung im Bereich der Verdauungsorgane habe, zum Beispiel Mund-Rachen-Krebs. Tumore oder Speiseröhren, Magen, Dünndarm, Dickdarmtumore bedürfen da einfach einer besonderen Beachtung, auch weil es da zu einem zum Teil erheblichen Gewichtsverlust kommt. Und deshalb spielt Ernährung und Bedarfsdeckung, Energiebedarfsdeckung, aber auch Mikronährstoffbedarfsdeckung da eine ganz, ganz große Rolle. Und Sie haben so schön gesagt im Vorgespräch, man tankt ja mit einem Dieselfahrzeug auch kein Super. So ist es wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nochmal guckt, welche Erkrankung liegt konkret vor. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn Menschen schon Gewicht verloren haben und insbesondere bei den Tumorerkrankungen des Magen-Darm-Traktes, des Gastrointestinaltraktes, wie wir sagen, sind Situationen der Mangelernährung, also dass Menschen nicht bedarfsdeckend genug Energie bekommen, nicht genug Nährstoffe bekommen. Diese Situation finden wir sehr, sehr häufig. Also zwischen 30% und 85% liegt die Häufigkeit einer Mangelernährung vor bei Diagnosestellung. Also wenn überhaupt erstmal diagnostiziert wird, dass es eine Krebserkrankung gibt, Krebserkrankung vielleicht diagnostiziert wurde, weil jemand unbeabsichtigt Gewicht verloren hat, zum Arzt geht und sich dann sozusagen die Diagnostik dann anschließt. Und wir kennen Tumorarten, zum Beispiel die Pankreastumore, wo die Patienten bei Diagnosestellung bis zu 85% Wahrscheinlichkeit schon in der Mangelernährung sind. Das ist sehr, sehr viel. Ja, und wie kann man dann da noch gegensteuern? Also das ist ja dann sehr schwierig, wenn schon so viel Gewicht weg ist. Die Schwierigkeit, es ist ja in Anführungszeichen eigentlich einfach nur Körperfett weg, wo man sagt, naja, ich hatte zu viel, das ist ja nicht so schlimm. Ein Gewichtsverlust bei einer Krebserkrankung ist immer relevant, ist immer bemerkenswert im negativen Sinne, dahingehend, dass der behandelnde Arzt darüber informiert sein muss. Zum einen, weil natürlich eine Antitumortherapie, ob das eine Chemotherapie, eine Bestrahlung ist, Antikörper, was auch immer, letztendlich immer auf das aktuelle Gewicht angepasst wird. Das heißt, wenn jemand 10 Kilogramm Gewicht verloren hat, der behandelnde Arzt bemerkt das gar nicht, wird womöglich die Dosis zu hoch angesetzt und die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen ist größer. Das heißt, wir brauchen immer am besten wöchentlich gemessen das aktuelle Gewicht unserer Patienten. Wird denn das getan? Gibt es so eine parallel laufende Ernährungstherapie nach einer Krebsdiagnose? Nein, das ist ja nicht standardisiert. Da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Auf dem Ernährungskongress von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, der jetzt Ende Mai gerade in Leipzig stattgefunden hat, war das ein ganz, ganz großes Thema. Seit Jahren wird das Thema Mangelernährung in der Onkologie, also bei krebserkrankten Menschen, immer wieder thematisiert. Das ist bei der Politik nicht wirklich angekommen. Wir haben immer die übergewichtigen BMI von 35 mit Magenverkleinerung. Also wir haben immer mit zu viel Kalorienversorgung im Alltag zu tun. Aber diese sogenannten Sarkopenen-Adipösen, also diejenigen Übergewichtigen, die zu wenig Muskulatur
haben. Die übersehen wir dabei. Mhm. Auch ein Mensch mit einem BMI von 35, der ja laut Definition sozusagen nicht nur übergewichtig, sondern eben adipös ist, kann durchaus zu wenig Muskulatur haben, mit den Konsequenzen für seinen Alltag, was Lebensqualität angeht, was körperliche Leistungsfähigkeit angeht, Sturzprävention und so weiter und so weiter. Ernährung ist von zentraler Bedeutung. Das ist natürlich ganz interessant, weil man im ersten Moment das gar nicht so übereinander bekommt und denkt, naja, adipös, also stark, krankhaft, übergewichtig, haben wir hier auch schon über in einigen Folgen drüber gesprochen. Und auf der anderen Seite ja dennoch mangelernährt. Ganz also das genau. Eine schließt das andere gar nicht aus. Auf keinen Fall, ganz genau. Und da bedarf es eines besonderen Hinguckens. Und da möchte ich einfach ganz fest für einen festen Platz der, ich nenne es mal, adäquaten Ernährungstherapie, also einer passenden, auf diesen Patienten, um den es geht, zugeschnittenen Ernährungstherapie parallel zu der onkologischen Therapie, ob das Chemotherapie, Bestrahlung, Antikörper, was immer ist, dass eine Ernährungstherapie immer parallel zur Antitumortherapie durchgeführt wird. Nun sagen Sie, es tut sich schon ein bisschen was, wenn das ja auch besprochen wird, wie auf einem Kongress in Leipzig. Ich habe schon gesagt, Sie sind seit mehr als 20 Jahren in dem Bereich tätig als Expertin. Wie hat sich das verändert schon in den vergangenen 2 Jahrzehnten? Also ist man ein bisschen weg von diesem, ich sag mal, rein schulmedizinischen Tunnel, dass man natürlich guckt, was gibt es für Therapien, wie entfernen wir den Tumor. Aber da hängt ja eben ganzheitlich doch noch einiges andere dran. Da hängen ganz, ganz viele Sachen dran. Also ich habe den Eindruck, es bewegt sich etwas für mein Gefühl viel zu langsam, weil wir einfach wissen, dass die Menschen mit einer Tumorerkrankung ganz häufig an einer Auszehrung versterben und weniger am Tumor selbst oder einfach ausgedrückt, die Menschen verhungern uns. Und das kann doch in einem Land, wo es Lebensmittel und Hülle und Fülle gibt, weggeworfen wird ohne Ende. Das ist so ein Paradoxon und da müssen wir einfach was tun. Wir haben die Möglichkeiten, etwas zu tun. Wir müssen uns diesem Thema nur tatsächlich widmen. Ich habe den Eindruck, die Politik ist da sehr, sehr schwerfällig, sich mit dieser Thematik Mangelernährung in der Onkologie zu beschäftigen, das als relevantes Thema, kostenrelevantes Thema, das wahrzunehmen und das entsprechend zu berücksichtigen. Mhm. Sicherlich auch deshalb, weil es um Geld geht. Wir ignorieren sozusagen die Kosten, die Mangelernährung in der Onkologie generieren. Wir sehen aber nicht, welchen Benefit wir eigentlich haben könnten und welchen Kostenanteil eine adäquate Ernährungstherapie im Vergleich zur Antitumortherapie haben. Genau, die ja auch sehr kostspielig ist. Ganz genau. Und wir ganz häufig höre ich im Alltag, Ernährungstherapie ist so teuer, wo ich sage, dann guckt euch doch bitte mal die Antitumortherapie an, die natürlich auf den Patienten zugeschnitten ist, von der man sich selbstverständlich einen gewissen Erfolg. Zweifelsohne auch große Erkenntnisse in der Forschung in den letzten Jahren. Da hat sich ganz, ganz viel getan. Das Thema Ernährung ist seit ganz vielen Jahren sozusagen in aller Munde. Ich habe vielleicht etwas provokant in meiner Promotion tatsächlich auch Studien herausgesucht, wo das Thema Mangelernährung in der Onkologie schon Thema war. Und das war Mitte der 60er Jahre. Ja, da waren das ist Sie wirklich sehr früh dran. Das ist wirklich lange her. Ja, ja. Ne? Und ganz praktisch, wenn wir selbstkritisch ehrlich sind, wir sind nicht wesentlich weiter. Wir haben die Möglichkeiten, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Und ganz konkret, wenn jetzt Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen mit der Diagnose Krebs und auch vermutlich mangelernährt ja dann. Was können die dann konkret tun? Wie kommen die an die Vitamine, an die Mikronährstoffe, die dann ja fehlen? Genau, also wenn die Betroffenen zu mir in die Sprechstunde kommen, erhebe ich sozusagen erstmal den Ist-Zustand. Ja. Also wie sind die Vorlieben eines Menschen, was mag er, was mag er nicht. Zum Teil geprägt aus Kindheitstagen, trinke ich keine Milch zum Beispiel. Obst habe ich noch nie gegessen, Gemüse ist Hühnerfutter. Also diese Vorurteile, diese Haltungen, diese Einstellungen, die werden dort sozusagen, kommen die hoffentlich so vollständig wie möglich auf den Tisch, werden dort besprochen. Es gibt also eine Einschätzung der Ist-Situation. Ja. Bekommt jemand genug Eiweiß im Bereich Onkologie? Ganz, ganz wichtig, ein ganz eigenes Thema. Stichwort Muskulatur, Immunsystem, wird Eiweiß ganz, ganz häufig übersehen. Ja. Neben einem Mikronährstoffmangel. Jetzt ist die Frage, was können die Betroffenen tun? Richtig. Sozusagen der erste Schritt aus meiner Sicht ist, erstmal die Offenheit, also zu schildern, wie ernähre ich mich eigentlich?
Realistisch und nicht geschönt. Genau, also ne? die Ist-Situation, genau. Ich frage also ab, mit welcher Mahlzeit fangen Sie morgens an im Laufe des Tages? Guck, dann sind das 3, 4, 5, 6 Mahlzeiten oder nur 1 oder 2. Ja. Wenn ich zum Beispiel einen Hafenarbeiter vor mir habe, der 12 Stunden lang im Bauch eines Schiffes unterwegs ist mit seinem Blaumann, dann kann der nicht zwischendurch 3 kleine Zwischenmahlzeiten einbauen. Das funktioniert nicht. Also da versuche ich sozusagen auf mein Gegenüber so individuell wie möglich einzugehen. Ja. Das ist das eine. Und guck dann, welche Nährstoffzusammensetzung hat er. Ja. Ernährt er sich von Weißbrot und Softdrinks zum Beispiel? Oder findet sich durchaus mal ein Apfel in dem Speiseplan? Findet sich eine Scheibe Vollkornbrot da drin? Ernährt sich jemand eiweißreich, eiweißarm? Ja. Also welche Makronährstoffe, also damit sind gemeint Eiweiße, Fette, Zucker, also Kohlenhydrate, finden sich im Speiseplan wieder, aber eben auch die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen 5 Hände voll Obst und Gemüse am Tag. Ja, eben. Das ist nämlich gar nicht so wenig, ne? Das ist gar nicht so wenig, genau. Und auch nicht ganz so leicht zu schaffen. Das stimmt. Das heißt, man muss dann schon versuchen, diesen Ernährungsplan umzustellen im Grunde. Genau. Was ja ein großer Schritt ist, wenn man über Jahrzehnte sich womöglich ganz, ganz anders ernährt hat. Ganz genau. Was eben der Bedeutung Ernährung, also allein zu verstehen, dass Ernährung nicht einfach nur irgendwas irgendwie essen, bis ich satt bin, sondern dass mein Körper diese Nährstoffe ja braucht. Also Sie hatten es eingangs ja schon erwähnt. Also so wenig wie ich mein Benzinerauto mit Diesel tanke, alle die von uns, die mit Pflanzen zu tun haben, suchen sich eine adäquate Blumenerde für ihre Kakteen, für ihre Orchideen aus und tun nicht einfach irgendwas in den Blumentopf rein. Und diese Sorgfalt, die wir unseren Autos, unseren Pflanzen angedeihen lassen, die brauchen wir auch für uns selbst. Wie soll unser Körper, ich vergleiche unseren Körper immer gern mit der Tätigkeit eines Maurers. Wie soll ein Maurer seine Wand hochziehen, wenn er zwar Mörtel und Wasser hat, aber keine Steine? Mhm. Das funktioniert nicht. Und der Maurer braucht für seine Tätigkeit alles an Zubehör. Das heißt, ich kann nicht das Vitamin C oder Spurenelemente ersetzen durch eine Scheibe Weißbrot, weil da kein Vitamin C und keine Spurenelemente drin sind. Das heißt, wenn ich meine Therapiefähigkeit erhalten will, wovon ich mir ja was verspreche, dann ist Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Teil des Fundamentes, diese Therapiefähigkeit auch erhalten zu können. Ja. Und das ist auch das wissen wir aus Studien, dass das so ist. Also wir haben die Beweise, nur wir setzen sie sozusagen noch nicht konsequent um. Arbeiten Sie dann mit Nahrungsergänzungsmitteln, wenn die Patientinnen und Patienten auch sagen, naja, mag ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht? Vereinzelt ja. Also ich versuche es hauptsächlich durch Aufklärung hinzubekommen. Wenn aber, die normalen Lebensmittel, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Fisch, Fleisch und so weiter, wenn das alles nicht geht, aus Überzeugung nicht, aus spielen Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten, also das sind ja auch durchaus ist auch relevanter Aspekte. Geworden. Genau, ne? Muss man natürlich mit berücksichtigen. Es trotzdem aber diesen Nährstoffbedarf gibt, und zwar jeden Tag, nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag, dann ist die Frage, wie mache ich das? Und dann kommt tatsächlich vereinzelt, wenn es gar nicht anders geht, auch Mikronährstoffsupplemente, also Ergänzungsmittel zum Einsatz. Aber man würde es erstmal sozusagen konservativ anders probieren und die Ernährung erstmal umstellen. Wahrscheinlich heißt es ja auch nicht, dass man dann gar kein Croissant mehr essen darf. Ich meine, den Menschen geht es ja dann schon nicht gut. Man will ja dann auch nicht alles, vielleicht was noch Freude macht, nehmen. Aber es ist ein bisschen ausgewogener gestalten. Ganz das ist, glaube ich, der Punkt. Ganz genau. Und mir ist es wichtig, meinen Betroffenen klarzumachen, es geht nicht um Lebensmittelverbote. Ja, genau. Also nicht, du darfst das jetzt nicht mehr, das Weißbrot. Gar nicht. Du darfst nicht, gibt es bei mir in meinen Gesprächen, gibt es das nicht. Weil letztendlich entscheidet mein Betroffener immer selbst. Mhm. Was esse ich und was esse ich? Ich sehe meine Funktion als beratend und informierend an. Genau. Aber letztendlich entscheidet die Betroffene immer selbst. Mir ist es aber wichtig, dass jemand aufgeklärt ist, damit er sozusagen auch die Folgen, die Konsequenzen seines Tuns auch überblicken kann. Also wenn jemand auf eine heiße Herdplatte fasst, bekommen wir die Reaktion, die Platte, das heißt, der Finger muss weg. Ja. Die Reaktion bekommen wir sehr schnell. Bei einer Mangelernährung dauert das länger. Viel länger. Wir sehen diese Auszehrung, diese eingefallenen Wangenknochen, diese hervorstehenden Schlüsselbeine, diese spröde, stumpfe Haarstruktur, kaputte Nägel, das Gewichtsverlust.
das entsteht erst im Laufe der Zeit. Vielleicht macht das auch diese Nicht-Sofort-Reaktion unseres Körpers sozusagen das schwieriger, uns die, dass wir diese Signale verstehen, wir müssen etwas tun. Ja. Weil aus meiner Sicht gibt es so ein Way of, ein Point of No Return. Was meine ich damit? Also ein Punkt, wo es einfach nicht wieder zu, sich die Situation, die schlechte Ernährungssituation zurückdrehen lässt. Okay. Das, unser Körper schafft viel. Der balanciert ganz viel aus, er gleicht ganz viel aus, aber irgendwann ist einfach der Punkt da, wo es nicht mehr geht. Und dann können wir an Kalorien reingeben, auf welche Weise auch immer, wie wir wollen. Wir kriegen diesen Menschen nicht mehr aufgebaut. Und dann sind wir in einer Einbahnstraße, die in der Sackgasse endet. Das heißt, es geht in erster Linie natürlich jetzt über Vernunft, wenn Sie aufklären und sagen, das wäre ratsam oder das raten können. Genau. Weil natürlich auch die Therapie, wir haben das eben angesprochen, Chemotherapie etc., kostet viel Kraft. Genau. Machen wir uns nichts vor. Und auch die chirurgischen Kollegen sagen natürlich, wenn wir operieren, bestmöglicher Zustand wäre erstrebenswert. Ja, oder nicht? Das ganz macht ja auch den, also den Outcome ganz wahrscheinlich positiver, ne? Wenn man... Die Zusammenhänge sind da. Ne? Also die, es gibt, ich arbeite gern und viel mit Chirurgen zusammen, weil nicht alle, aber sehr viele Chirurgen schon sehen und auch berücksichtigen, dass auch eine präoperative Ernährung, also die letzten 14 Tage, bevor jemand in eine geplante OP immerhin, reingeht. Immerhin, das reicht schon zwei Wochen. Genau, 14 Tage, zwei Wochen, besser als nichts, um sozusagen zu gucken, wo steht jemand. Von seinem Ernährungszustand her, was gibt es vielleicht für Mängel? Ja. Denn uns muss klar sein, da wo geschnitten wird, egal wie groß oder wie klein, entstehen Wunden. Wunden brauchen Material, ich sprach eben schon vom Maurer, Wunden brauchen Material, um zu heilen. Das heißt, ich brauche viel Eiweiß, ich brauche viel Mikronährstoffe, ich brauche viel Vitamin C, damit diese Wunde, die entstanden ist, weil etwas rausgeholt worden ist, was da nicht reingehörte. Von daher ist die Chirurgie ein Segen. Aber damit die Wunde nachher heilen kann, braucht es unsere Mithilfe und die Mithilfe der Entscheidungsträger zu sagen, Ernährungstherapie ist jetzt wichtig und muss jetzt eingeschaltet werden. Das heißt, ich tue präventiv sowieso mir was Gutes, wenn ich mich gesund ernähre, unabhängig von einer Diagnose. Ich bin natürlich besser vorbereitet auf Dinge, die mir im Leben passieren können. Richtig? Genau, also so könnte man sagen, die mediterrane Kost, über die hier Kollegen auch immer wieder sprechen, ist natürlich in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Na, absolut, absolut. Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ausgewogene orale Nahrungszufuhr, das ist so diese Begrifflichkeit, die dazu gehört. Mediterrane Kost, ich glaube, da können sich die meisten was drunter vorstellen. Da gehört viel Gemüse dazu, da gehört viel Fisch dazu, da gehören vernünftige, kaltgepresste Öle dazu, wunderbare Kräuter, einfach um es schmackhaft anzurichten. Ja. Als am Ende des Tages ist es aber wichtig, dass kein Gewicht verloren geht. Das heißt, alles, was wir an Ideologie im Bereich Ernährung bei uns an Bord haben, das bitte so gut es irgend geht beiseite packen. Mhm. Gewichtsverlust, also Gewicht verlieren unter einer Antitumortherapie ist nicht dran. Da sind die Leitlinien sehr, sehr klar und sehr eindeutig. Ja. Gewichtsverlust ist immer ein Hinweis darauf, da stimmt was nicht. Verschlechterung des Zustandes in dem Moment. Ne? Ganz genau. Was darf ich denn auf gar keinen Fall essen, wenn ich an Krebs erkrankt bin? Süß, sauer, scharf, muss ich da irgendwas beachten? Grundsätzlich sage ich in meinen Beratungen, gibt es erstmal keine Lebensmittelverbote. Also wenn wir jetzt Lebensmittelallergien, Lebensmittelunverträglichkeiten ausschließen an der Stelle, gibt es tatsächlich in der Antitumortherapie grundsätzlich keine Lebensmittelverbote. Jetzt kommt das Aber oder die Einschränkung dazu. Ja. Wenn jemand zum Beispiel eine Chemotherapie bekommt oder eine Bestrahlung bekommt, die die Mundschleimhaut angreift, das was als Schleimhautentzündung, diese Mukositis angesprochen wird, derjenige isst ohnehin nichts Scharfes oder Saures, weil es einfach wehtut. Ne? So, daher vermeidet man das sowieso. Ob das dann die Kiwi ist, ob das dann die Ananas ist, genau, die meidet man dann sowieso. Oder scharf gewürzt, Chili. Das kann sein, wenn man in so einer Therapieform drin ist und bisher immer scharf gegessen hat, indisch, thailändisch, wie auch immer, dass man dann zumindest für eine begrenzte Zeit diese Schärfe meiden sollte, was die Betroffenen auch tun, weil die Empfindlichkeit der Mundschleimhaut einfach da ist. Ne? Ja. Genau, aber grundsätzlich gibt es keine Lebensmittelverbote. Empfehlung, wie eben dargestellt, ist tatsächlich ausgewogen, abwechslungsreich, keine Ideologie. Obst und Gemüse haben bitte einen festen Platz im Speiseplan. Wenn ich weiß, dass ein onkologischer Patient, so steht es in den Leitlinien, 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag braucht, heißt ganz praktisch, ein 60 Kilo Mensch braucht mit 1,5 multipliziert 90 Gramm Eiweiß pro Tag. Das ist eine Menge. Ja. Das decke
ich nicht mit einem 100-Gramm-Schnitzel, wie manche denken, nach dem Motto 100-Gramm-Schnitzel gleich 100-Gramm Eiweiß. Nee. Das ist ein Irrtum, weil 100-Gramm essbarer Fleischanteil, oder gleiches gilt für den Fisch auch, nur zwischen 20 und 30 Gramm Eiweiß enthält. Wenn ich jetzt aber appetitlos bin und womöglich noch eine empfindliche Mundschleimhaut habe, dann bekomme ich am Ende des Tages diese Eiweißmenge nicht zusammen. Mit der Konsequenz, dass unser Körper ja trotzdem Eiweißbestandteile, ich komme auf den Maurer zurück, ja, Eiweißbestandteile braucht, deshalb Muskulatur abbaut. Dann haben wir den Gewichtsverlust, wir haben Kraftverlust. Mhm. Und das setzt sich so weiter fort. Aber wo kriege ich das sonst noch her, Eiweiß? Wenn natürlich das Schnitzel logischerweise nicht reicht, aber was kann da noch dazu kommen? Also wir haben ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Fisch, Fleisch und Eier. Wir haben Milch und Milchprodukte, was die tierischen Lebensmittel angeht. Wir haben pflanzliche Lebensmittel, wenn ich an die Hülsenfrüchte zum Beispiel denke, wenn ich an die Nüsse denke. Oft unterschätzt, ne? Wirklich oft unterschätzt und insbesondere die Kombination aus tierischem und pflanzlichem Eiweiß. Ganz praktisches Beispiel, die Kartoffel enthält pflanzliches Eiweiß, Kräuterquark enthält tierisches Eiweiß. Ja. Diese Kombination aus tierischem und pflanzlichem Eiweiß macht die Verfügbarkeit für uns Menschen, was diese Eiweißquelle angeht, erhöht die erheblich. Das heißt, Kombination tierisches, pflanzliches Eiweiß ist super wertvoll. Ja, okay. Wenn man natürlich jetzt auch Dr. Google befragt, was man vielleicht in der Not ja auch schon mal tut und sagt, was kann ich tun, findet man auch Einträge zu Krebsdiäten. Ich weiß aber von auch medizinischen Kollegen und Kollegen von Ihnen auch, die sagen, auf gar keinen Fall. Das ist ziemlicher Quatsch. Der Punkt ist, die medizinischen Diäten versprechen auf einfache Art und Weise letztendlich ein Aushungern des Tumors. Mhm. Ganz konkret, wenn ich zum Beispiel die zuckerarme Ernährung mir angucke, ob ich sie jetzt ketogen nehmen will, also da werden unterschiedliche Definitionen verwendet. Ja. Genau. Da ist immer die Frage, worüber reden wir eigentlich? Wie viel Zucker lassen wir denn pro Tag zu? Wir unter der ketogenen Ernährung regelmäßig an Gewicht die Betroffenen verlieren. Wir aber laut den Leitlinien wissen, dass Gewichtsverlust und immer schlecht ist, so wird das ausgeschlossen. Also alles, was wir an extremen Ernährungsformen haben, wird seitens der Fachgesellschaften, und da gehört die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin für mich an erster Stelle dazu, aber auch die europäische Fachgesellschaft, die ESPEN gehört dazu, empfehlen ganz kleine ausgewogene orale Nahrungszufuhr, keine Lebensmittelverbote. Es macht keinen Sinn, wenn man sagt, mit dem Zucker füttere ich aber ja den Tumor sozusagen. Vermeintlich, ja. Genau. Ne? Das ist ein Stück weit, ist das tatsächlich richtig, weil der Zucker von seiner Molekülstruktur sowohl von der gesunden Zelle, aber auch von der Tumorzelle am ehesten als Energiequelle zu knacken ist. Okay. Das muss man wissen. Ja. Wenn wir jetzt konsequent den Zucker aus unserem Speiseplan rausnehmen sozusagen, heißt das in der Konsequenz, wenn wir es richtig hart umsetzen, diese Kostform, wir essen natürlich auch kein Obst mehr. Mhm. Wir essen natürlich auch kein Brot und auch kein Vollkornbrot, genau, weil Stärke enthalten ist und Stärke ja letztendlich nichts anderes aufgebaut ist aus Zuckermolekülen, ganz genau. So, und das wäre sozusagen die harte Form der zuckerarmen Ernährung. Dabei wird vergessen, dass die Tumorzellen, wenn es auch mühsamer für sie ist, aber trotzdem in der Lage sind, sowohl die Eiweißmoleküle als auch die Fettmoleküle zu knacken und als Energiequelle zu nutzen. Das heißt, wir bekommen am Ende des Tages, bekommen wir den Tumor mit unserer Ernährung nicht Ausrufezeichen, ganz wichtig, nicht ausgehungert. Nicht ausgehungert. Also das ist ein Mythos, ne? Ganz genau, wirklich ein uralter Mythos. Es gibt auch sowas, ich habe das auch jetzt nochmal gegoogelt, dass Grüntee zum Beispiel Krebszellen zerbrechen lässt, ist ja auch, gibt keine Evidenz. Das findet man immer wieder. Ja. Mal ist es der grüne Tee, mal sind es die Himbeeren, mal sind es die, also man findet ja alles mögliche. Nur man ist natürlich vielleicht verzweifelt und nimmt jeden Strohhalm. Das aber ist man total muss da noch verständlich. Mal, nochmal gucken, dass es keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Ganz genau. Also es gibt tatsächlich keine Krebsdiäten in dem Sinne, egal welcher großer Name oder vermeintlich großer Name dahinter steht. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Krebszelle sowohl das Zuckermolekül, letztendlich aber auch das Eiweiß und das Fettmolekül spalten kann, um als Energieträger zu verwenden. Die Rechnung geht auch schon deshalb nicht auf, und auch das habe ich immer wieder den Eindruck, wird übersehen, dass die Krebszellen ja eine sogenannte Angiogenese betreiben. Das heißt, die sehen zu, dass sie sich an Blutgefäße, ich nenne es mal andocken sozusagen, um aus den Blutgefäßen des Menschen ihre Nährstoffe rauszuziehen. Und wie wollen wir denn mit unserer Ernährung
unterscheiden, wer die Nährstoffe bekommt. Ja. Bekommen wir als Mensch die Nährstoffe? Oder die Zellen. Oder die bösen Zellen. Oder die bösen Tumorzellen sozusagen. Ja. Das kriegen wir im Körper ja nicht separiert, weil wir im Körper genau einen Blutkreislauf haben. Und die Zellen ja leider auch lernen. Das wissen wir ja mittlerweile auch. Ganz genau. Vielleicht die Frage bei der gesunden Ernährung, oder wenn ich jetzt darauf achte und mich dann auch umstelle unter dieser Therapie, kann ich damit einen Rückfall vermeiden, ein Rezidiv? Wird immer wieder diskutiert. Also Gewichtsverlust unter Chemotherapie ist zu vermeiden, ausgewogene orale Nahrungszufuhr, kein Gewichtsverlust. Ja. Wenn jemand mit der Antitumortherapie durch ist, wenn er sie geschafft hat und dann sozusagen in die Nachsorge geht, dann macht es bei einem bestehenden Übergewicht schon Sinn, gezielt Gewicht zu reduzieren. Okay. Langsam und gezielt. Während laufender Therapie nein. Aber wenn man es überstanden hat, und dann sollte man sich schon sozusagen das beibehalten, was man im besten Fall bei Ihnen oder Kollegen erfahren hat, wie man sich gesund ernährt. Ganz genau, weil wir wissen, dass Übergewicht mit manchen Krebserkrankungen zusammenhängen. Wer war jetzt zuerst da, die Hände oder das Ei, ist eine andere Frage, aber wir wissen, Übergewicht hängt mit manchen Krebserkrankungen zusammen. Ist zumindest erhöht das Risiko, ja, ne, in manchen absolut, Fällen. Absolut. Vielleicht zu Ihnen persönlich noch mal ganz zum Schluss, weil Sie jetzt schon so wunderbar aufgeklärt haben und man ja auch merkt, dass Sie sehr, sehr viel Ahnung haben. Warum sind Sie Ökotrophologin geworden? Was hat Sie dazu gebracht, sich mit Ernährung so zu beschäftigen? Ich wusste nicht, was ich beruflich machen sollte. Also, aber haben gern gekocht. Ich habe immer gerne gekocht, das tue ich auch heute noch. Ja. Ich habe mit Kräutern zu tun, finde schmackhaftes Essen einfach großartig, finde ich, hat einen ganz wichtigen Bestandteil in der Lebensqualität. Ich gehöre noch zu der Generation, die noch in die Bundesagentur für Arbeit gegangen ist. Ins Arbeitsamt nannte sich das, glaube ich, damals noch. Und da gab es so Schubfächer, da hat man so Deckel hochgehoben und da drunten befanden sich Zettel. Man hat sich also über Berufe informiert. Ja, ja. Und es ist einfach vor gefühlten Urzeiten so gewesen, dass mir dieser Zettel vor die Füße flog, im wörtlichen Sinne. Und da stand Ökotrophologie drauf und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Habe mir das durchgelesen und habe gedacht, naja, Ernährung, das kann man immer brauchen. Ja, stimmt ja auch. Das hat sich auch bewahrheitet. Ja. So, und so bin ich sozusagen zum Bereich Ernährung gekommen. Sie haben es dann studiert? Ich habe dann Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften dann tatsächlich auch an der Universität studiert, genau. Habe dann eine private Situation gehabt, die mich dann in den Bereich Onkologie dann tatsächlich, also als Teilgebiet sozusagen, als Schwerpunkt. Und da bin ich jetzt seit gut 20 Jahren, bin ich jetzt mit diesem Thema, ich sag mal, zugange. Und möchte auch bis ich irgendwann beruflich aufhöre, auch nichts anderes mehr machen. Das ist doch aber ein schönes Fazit. Vielleicht letzte Frage. Was ist für Sie dann ganz persönlich ein Erfolgserlebnis mit Patientinnen, mit Patienten in Ihrer täglichen Arbeit? Für mich ist ein ganz großes Erfolgserlebnis, ich nenne das gerne Nüsse knacken. Damit meine ich gar nicht despektierlich, sondern ich habe es immer wieder, dass Menschen, denen es gut geht, die eine Tumordiagnose bekommen haben, sind da betroffen. Und der behandelnde Arzt schickt sie in die Ernährungsberatung. Und jemand sitzt also mit verschränkten Armen vor mir und ich frage ihn, was möchte er oder sie gern, dass ich für sie tue. Und mein Gegenüber sagt, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich bin geschickt worden und also klar ist derjenige will eigentlich gar nicht, ist froh, wenn er wieder gehen darf. Haken dran, hab den Termin absolviert. Ich habe das gemacht, was der Doktor wollte. Mhm. Ich will das gar nicht. So. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, die dann erzählt werden. Oder wo ich versuche, einen Ansatz zu finden, ob das ein unbeabsichtigter Gewichtsverlust ist oder wie das mit dem Appetit aussieht, ob sich am Ernährungsverhalten was verändert. Und manchmal öffnet sich dann meine vermeintlich verschlossene Nuss, mein Mensch, der mir gegenüber sitzt, und fängt dann wirklich an zu reden und fängt wirklich an zu berichten. Und das ist für mich erstmal der größte Erfolg, meinem Gegenüber deutlich zu machen, Ernährung und onkologische Therapie gehören parallel zusammen, aus meiner Sicht untrennbar zusammen. Ich kriege mit Ernährung den Tumor nicht weg, um es platt gesagt zu sagen. Nein. Aber mit einer Antitumortherapie alleine kriege ich meinen Patienten eben auch in Abhängigkeit von der Diagnose nicht gehalten. Deshalb gehören die beiden ganz eng miteinander zusammen. Das haben wir, glaube ich, heute auch gelernt in dieser Folge. Vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über das Thema Ernährung, richtige Ernährung bei Krebserkrankungen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und schalten Sie gerne wieder ein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.